Tag und herzlich willkommen zur digitalen Familienuniversität Greifswald. Vielen Dank an die Uni Greifswald für die freundliche Einladung im Beethoven-Jahr, das ja doch mehr oder weniger sang- und klanglos vorüberschwappt, dank dieser sonderbaren Pandemie. Nun, ganz und sang- und klanglos wird es das nicht tun, jedenfalls nicht hier in Greifswald oder im Netz oder wo auch immer Sie gerade sind. Je runder ein Komponistenjubiläum ausfällt, desto stärker wird die Neigung des Feuilletons, ein Schlagwort für eine höchst komplexe Künstlerpersönlichkeit zu finden. Das ist auch anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven nicht anders. Ludwig van Beethoven, der empfindsame Titan, Ludwig van Beethoven, der einsame Revolutionär, jetzt die beiden Wiener Lehrstuhlinhaberinnen, die einer Heroisierung Beethovens entgegenarbeiten, lassen sich im Gespräch mit Christine Lemke-Mattwey von der Zeit zum Titel Beethoven, der Netzwerker, der Kommunikator hinreißen, wenn auch aus gutem Grund, wie Melanie Unseld bekennt. Auf dem Denkmalsockel steht jeder für sich allein und das ist bei Beethoven ganz besonders verkehrt. Beethoven ist einer der ersten Repräsentanten einer neuen Art des Komponierens. Komponieren ist bei ihm direkt verbunden mit einem spezifischen neuzeitlichen Künstlerbild und Kunstbegriff, wie schon Bernhard Appel in einem der wenigen programmatischen Aufsätze zur Skizzenforschung in der Musikwissenschaft schreibt. Die Verknüpfung von Denken, Schreiben und Skizzieren qualifiziert das Komponieren als intellektuellen Vorgang. Und das Notieren von Ideen, Entwürfen oder Kontexten begleitet den kompositorischen Schaffensprozess. Das sich zwischen den Materialien verschiedener Ebenen und Medialität entwickelnde Beziehungsgeflecht nimmt zudem unterschiedlich fixierte Gestalt an. Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag im Jahr 2020 gefeiert wird, ist mehr als nur einer der berühmtesten Komponisten der Vergangenheit. Er ist einer der ersten Repräsentanten einer neuen Art des Komponierens. Komponieren bedeutet für ihn Entwerfen und Entwickeln von Musik, ist Schreibvorgang und gedanklicher Prozess. Ich werde in meinem Vortrag die Arbeitsweise Beethovens vorstellen und so versuchen, mithilfe der Skizzen, Partiturentwürfe und Manuskripte den Weg des Komponisten zum fertigen Werk zu ergründen. Zunächst ein Bild von Ludwig van Beethoven. Namentlich im 18. und frühen 19. Jahrhundert, als sich die Einstellung gegenüber dem Komponieren von einem Handwerk in Richtung einer musikalischen Tonkunst entscheidend zu verändern begann, entwickelten sich zu diesem kreativen Feld vielfältige Vorstellungen. Prägend für die öffentliche Wahrnehmung war das bekannte Beethoven-Bild von Joseph Karl Stieler, dem Mainzer Maler aus dem Frühjahr 1820. Stielers Porträt unternimmt zugleich eine Idealisierung und Romantisierung des Gegenstands. Meine Betrachtung heute folgt vor allem der Interpretation meines Greifswalder Kollegen Martin Löser. Josef Stieler war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein sehr gefragter Porträtmaler. Von ihm stammt dieses heute wohl bekannteste Bildnis Ludwig van Beethovens, das seit seiner Entstehung im Frühjahr 1820 immer wieder reproduziert und kopiert wurde. Stielers Darstellung prägte entscheidend die Vorstellungen, die eine breitere Öffentlichkeit im 19. und 20. Jahrhundert von der Persönlichkeit und äußeren Erscheinung Beethovens entwickelte. In der Nachwelt hatte der Maler in seinem idealisierenden Porträt gleichsam den schöpferischen Genius des Komponisten eingefangen. Das Gemälde entstand im Auftrag des Ehepaars Franz und Antonie Brentano, mit denen Beethoven seit etwa 1810 freundschaftlich verbunden war. Über die Entstehungsgeschichte des Bildes geben Beethovens Konversationshefte recht detailliert Auskunft, denn der Komponist saß dem Maler viermal Modell, eine ungewöhnlich hohe Zahl von Sitzungen, da Beethoven das Stillsitzen sehr schwer gefallen sein soll. Stielers Beethoven-Porträt zeichnet sich vor allem durch zwei neuartige Elemente aus. Zunächst zeigt es, anders als alle anderen zeitgenössischen Bilder, den Komponisten bei der Ausübung seiner Kunst. Beethoven hält einen Stift in der Hand und arbeitet offenbar gerade am Credo der Missa Solemnis. Das Mutmanuskript, das er hält, trägt auf der Vorderseite die Aufschrift Missa Solemnis aus D, auf dem der Komponist zugewandten Seite ist das Wort Credo zu erkennen. Weiterhin zeigt Stieler im Hintergrund des Bildes den Blick in eine Waldlandschaft und kombiniert damit zum ersten Mal ein Beethoven-Bildnis mit romantischen Naturmotiven.
Biografische Anhaltspunkte für eine solche Darstellung lieferte ihm Beethovens bekannte Liebe zur freien Natur und seine berühmte Pastoralsymphonie mit ihren eindringlichen musikalischen Naturschilderungen. Beide Motive, Beethoven beim Komponieren und Beethoven in der Natur, wurden im weiteren Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts sehr populär und werden von bildenden Künstlern bis in die Gegenwart hinein immer wieder dargestellt. Stieler verortet den Komponisten inmitten der Natur und eben nicht in einer prosaischen Komponierstube. Die Augen wirken konzentriert, sind offen und leicht nach oben gerichtet in Erwartung göttlich-poetischer Inspiration. Schließlich schreibt Beethoven gerade an seiner Missa Solemnis und kann für dieses Opus Magnum wahrlich jede Hilfe gebrauchen. Dennoch komponiert er scheinbar mühelos, das Notenheft locker in der linken Hand haltend. Die göttliche Inspiration fließt ihm direkt zu. Das Ergebnis, könnte man mutmaßen, ist eine fehlerfreie und gut lesbare Reinschrift. Eng zu dieser ikonografischen Interpretation passt eine Komposition Beethovens. Mit seiner sechsten Symphonie, der Pastorale, stellt sich Beethoven in eine lange Tradition europäischer Kunst. Schon seit der Antike ist die Darstellung von Hirtenleben, ländlichen Szenen und Naturschilderungen ein beliebter und ungebrochener Topos der Literatur, bildenden Kunst und Musik. Wie in vielen seiner Werke nimmt Beethoven auch mit der Pastorale eine richtungsweisende Position ein. Er führt ein traditionelles Sujet zu neuer Größe und setzt damit Maßstäbe für die nach ihm kommenden Generationen. Beethoven arbeitete sehr konzentriert und zügig an seiner sechsten Symphonie. Zwar existieren bereits vereinzelte erste Skizzen aus dem Sommer 1807, den Hauptteil der kompositorischen Arbeit leistete er jedoch innerhalb der Monate März bis August des Jahres 1808. Sie schlägt sich im sogenannten Pastorale-Skizzenbuch nieder, in dem sich Skizzen zu allen Sätzen der Symphonie befinden. Beethoven erwähnt diese Symphonie erstmals direkt in einem Brief vom 8. Juni 1808, indem er dem Verlag Breitkopf und Hertel zwei Sinfonien anbietet, Opus 67 und 68. Wenn die fünfte Sinfonie schon im März 1808 vorlag, war die sechste zum Zeitpunkt des Briefes wahrscheinlich noch gar nicht abgeschlossen. Die Niederschrift des Autographs hatte Beethoven zwar schon begonnen, es wurde jedoch wohl erst im Juli oder August 1808 beendet. Die Pastorale wurde zum ersten Mal am 22. Dezember 1808 in Beethovens Akademie im Theater an der Wien aufgeführt. Erste Skizzen und Ideen soll der Komponist jedoch bereits im Jahr 1803 angefertigt haben. In einem Skizzenbuch aus der Zeit findet man die Begleitfigur des langsamen Satzes und dazu die Bemerkung Murmeln des Baches. Beethoven soll sich in Nussdorf und Grinzing aufgehalten haben, zwischen diesen Wiener Vororten verläuft der Schreiberbach. Hier habe ich die Szene am Bach geschrieben und die Goldammern da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuckucke ringsum haben mitkomponiert. Ein schönes Zitat. Da es jedoch von Anton Schindler überliefert wurde, der erste Biograf Beethovens war für seine blühende Fantasie bekannt, darf die Echtheit angezweifelt werden. Dass Beethoven bei der Pastorale in Bildern dachte, ist beispielsweise in dem ziemlich wörtlichen Zitaten von Vogelrufen am Schluss des zweiten Satzes zu hören. Damit gar kein Zweifel aufkommt, überschreibt Beethoven die entsprechenden Stellen in der Partitur. Nachtigall, Wachtel und Kuckuck. Im dritten Satz parodiert der Komponist Dorfmusikanten, etwa durch die Oboe, die ihren Einsatz zu verfehlen scheinen, oder durch Basstöne, die hinterherhinken. Dann kommt der Sturm. Unmissverständlich das Grollen der Celli und der Kontrabässe, die kaskadenhafte Abwärtsmotive der Geigen oder der Donnerschlag der Pauke. Es sind aber auch die Überschriften der einzelnen Sätze, die für Beethoven völlig untypisch sehr konkret sind. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande, Szene am Bach, lustiges Zusammensein der Landleute, Gewitter und Sturm und Hirtengesänge, frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Dennoch war Beethoven, der sich über die allzu deutlichen Naturschilderungen in den Werken anderer Komponisten lustig gemacht hat, bemüht, dass die Effekte und Überschriften nicht allzu wörtlich verstanden werden. Bei den Kompositionsskizzen heißt es, jede Malerei, nachdem sie in der Instrumentalmusik zu weit getrieben, verliert. Der Drucklegung zu entnehmen ist die offizielle Erklärung. Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Dies ist das vollständige Autograph der sechsten Sinfonie. Es ist jedoch ein Irrtum zu glauben, dieses Autograph wäre der saubere Abschluss einer Entwicklung, an deren Ende ein fertiges, ordentliches Manuskript steht.
Vielmehr lässt sich an diesem Autograph der Kompositionsprozess verfolgen. Unter dem abgeschlossenen Text sind mehrere Schichten sichtbar, wie Julia Ronge aufgedeckt hat. Wie bei vielen seiner Partiturmanuskripte verwendete Beethoven Notenpapier, das er schon vor Beginn der Arbeit vorbereitete, indem er jede Seite mit dem Lineal in drei große Takte unterteilte. Diese Großtakte konnte er bei Bedarf von Hand noch weiter unterteilen, sie erleichterten ihm aber den Schreibfluss. Bei der Niederschrift der Partitur begann Beethoven zunächst mit den wichtigen, tragenden Stimmen, den sogenannten Führungsstimmen. Er notierte also zunächst eine Art Gerüst, das er später auffüllte, ähnlich wie beim Bau eines Fachwerkhauses. Auf einigen Seiten hat er später auf die Füllung verzichtet. Beethoven nahm Änderungen in der Struktur des Werks vor, kürzte Abschnitte oder verlängerte sie oder änderte ganze Phrasen. Auf vielen Seiten tragen die unteren, freien Systeme flüchtige Skizzen zu Takten, die sich weiter oben auf der Seite in der Partitur wiederfinden. Beethoven notierte sich hier keine neuen melodischen Ideen oder Entwürfe, sondern probierte meist Instrumentationen kritischer Stellen. Diese Notierungen gehören eigentlich einem relativ frühen Stadium einer Komposition an. Nach der Niederschrift dieser Füllstimmen hatte der Komponist nun eine fertige, vorläufig vollständige Partitur vor sich. In einem weiteren Schritt sah er sich das ganze Werk noch einmal durch und überarbeitete es an vielen Stellen vollständig. Dabei konnte es auch vorkommen, dass er vorherige Änderungen wieder zurücknahm. Schließlich sah ein zuverlässiger Berufskopist, Josef Klumpar, der etliche Male für Beethoven arbeitete, die Partitur durch, um daraus die Abschrift der Orchesterstimmen vorzubereiten. Bei dieser Durchsicht las Klumpar das Autograph auch Korrektur und machte Anmerkungen zu unklaren Stellen im Text oder zu Versäumnissen, auf die er Beethoven aufmerksam machte und die dieser dann korrigierte. Vermutlich schrieb Beethoven den vierten Satz etwas später als die übrigen Sätze noch einmal aus. Es finden sich darin keine Instrumentierungsskizzen, eine andere Tinte, eine andere Heftung und er war auch nicht zuvor in drei Großtakte zugeordnet worden. Wenn Sie unten auf der Seite der Familienuniversität weiter scrollen, finden Sie einen Hinweis, nämlich auf eine sehr schöne, empfehlenswerte Aufnahme mit dem Orchestre Revolutionnaire Romantique unter der Leitung von John Elliott Gardiner, die ich Ihnen wärmstens ans Herz legen möchte. Sie finden diese Aufnahme bei YouTube. Hector Berlioz nannte die Pastorale die schönste der Beethovenischen Kompositionen und knüpfte nicht ohne Grund mit seiner Symphonie Fantastique an das bildhafte Genre der Pastorale an. Doch der Erfolg dieser 1808 vollendeten Symphonie stand nicht von vornherein fest. Als sie im Dezember 1808 mit einem 4 Stunden dauernden Konzert in Wien bei bitterster Kälte gemeinsam mit der 5. Symphonie uraufgeführt wurde, befand Johann Gottfried Reichardt, dass man auch des Guten und mehr noch des Starken leicht zu viel haben kann. Für ihn war die Pastorale in erster Linie zu lang. Erst mit Berlioz' Wiederentdeckung der Pastorale trat diese Sinfonie Beethovens aus dem Schatten der im 19. Jahrhundert so geliebten heroischen Sinfonien heraus. Mit diesem Bild Stielers und in der damit verbundenen Rezeptionsgeschichte wird Beethoven als romantisches Genie inszeniert, das im Einklang mit der Schöpfung, gespeist von göttlicher Inspiration, mühelos in der Lage ist, musikalische Meisterwerke zu erschaffen. Damit verbunden war in den Augen der Öffentlichkeit zugleich ein Heroenstatus, der den erfolgreichen Komponisten außerhalb der eingesetzten Regeln einer bürgerlichen Gesellschaft situierte. Unter welchen Mühen und um welchen Preis ein derartiges kompositorisches Resultat erreicht wurde, geht aus Stielers Bild allerdings nicht hervor, denn die Musikkonsumenten des 19. Jahrhunderts interessierte vor allem das Werk als Endergebnis und weniger der Weg dorthin, der manchen Komponisten gar als intime Sache galt. Nicht umsonst verdichteten Komponisten wie Johannes Brahms oder Gustav Mahler ihre Skizzen und Jugendwerke. Andere, wie Anton Bruckner, erklärten so manche Studienwerke für nichtig. Letztlich verweist eine derartige Sachlage auf die mit dem Komponieren verbundenen Mühen und die aus Sicht des Komponisten nicht immer zufriedenstellenden Ergebnisse. Zweitens, der Komponist in seiner Werkstatt. Das Bild Stielers ist ein idealisiertes, das Bild des empfindsamen Titanen, wie es auch die Biografie von Christine Eichel vermitteln will. Ein realistischeres Bild des Komponisten, auch jenseits der Kompositionslehre, zeichnet die Auseinandersetzung mit dem philologisch relevanten Material, das Ludwig van Beethoven der Nachwelt hinterlassen hat. Spätestens seit sich Gustav Nottebohm
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv mit Beethovens Skizzen und seinem Schaffensprozess auseinandergesetzt und damit die Skizzenforschung begründet hatte, war mit Studium, Interpretation und Edition von Skizzen verbunden, fundamentale Erkenntnisse zu Chronologie, Entstehungsgeschichte und Analyse von Werken sowie zur Biografie und stilistischen Entwicklung des Komponisten zu erlangen. Zweifel an diesem Erkenntnisgewinn kamen um das Beethoven-Jahr 1970, vor 50 Jahren also, auf, das insgesamt stark von dem Bestreben geprägt war, den Komponisten wieder von dem Sockel zu holen, auf den er das 19. Jahrhundert gestellt hatte. Die Kritik-Genetik wiederum, die sich in den letzten 30 Jahren aus der Skizzenforschung entwickelte, dehnte den Erkenntnisgewinn auf den gesamten Schreibprozess über die Skizze hinaus aus. Unterschiedliche Formen der Transkription wurden diskutiert und angewendet. Die einen, wie in den frühen Ausgaben der Skizzen durch das Beethovenhaus in Bonn, bildeten die Seite genau nach, indem sie eine Übertragung mit Pauspapier anfertigten. Das Produkt bot alle Informationen der autographen Niederschrift in lesbarer Form. Da es aber aus drucktechnischen und vor allem Kostengründen keine Faksimile gab, fehlten bei dieser Übertragungsform dennoch wichtige Informationen. Entscheidender Metatext wie etwa unterschiedliche Schreibmittel oder die Intensität einer Streichung ging verloren. Danach folgte eine Phase, in der vor allem die inhaltliche Gruppierung der Skizzen im Vordergrund stand und der Verlauf einer Werkgenese im Skizzenbuch nachgezeichnet werden sollte. Mittlerweile ist die Skizzenforschung dank moderner und preisgünstiger Druckverfahren bei einem vollfarbigen Faksimile mit diplomatischer Übertragung der Seite angelangt. Obwohl diese Form der Edition im Vergleich zu früheren Verfahren den geringsten Informationsverlust aufweist, sind Übertragung und Kommentar weiterhin in erster Linie auf den Text und den musikalischen Inhalt der Niederschrift konzentriert. Aber welche Informationen bieten Beethovens Skizzen? Notenschrift ist zugleich Text, also Inhalt, Grafik, also Darstellung, oder Form, sie ist also gleichzeitig Sprache und Bild. Einige der beschriebenen Ebenen neigen eher zu der Kategorie Text, andere eher der Kategorie Grafik zu, wobei je nach Blickrichtung des Betrachters die Kategorien sich innerhalb der Ebene verschieben können. Skizzeneditionen und Übertragungen betonen traditionell die Textebene. Julia Ronge fragt aber zu Recht, ob nicht auch die grafische Komponente der Niederschrift verstärkt in den Blick rücken sollte. Könnten daraus Ableitungen nicht nur für die Chronologie, sondern auch für die biografischen Begleiterscheinungen getroffen werden? Verändert sich Beethovens Schreibprozess, weil Lebensumstände wechseln, und wird das sichtbar? Ich folge meiner Darstellung meiner Kollegin Julia Ronge, die als Leiterin des Beethovenhauses in Bonn die beste Übersicht hat. Bei den Skizzenblättern des jungen Beethoven aus Bonner Zeit fällt auf den ersten Blick vor allem eines auf: die enge Anordnung der Niederschrift. Dicht gedrängt reihen sich unterschiedliche Ideen für verschiedene Musikstücke, in der Regel übrigens Klavierkompositionen. So gut wie nie findet sich freier Raum zwischen diesen Entwürfen. Zum Teil werden auch die Marginalien mit benutzt. Die meisten von ihnen sehen wegen der Fülle der Notate völlig unübersichtlich aus. Zudem schreibt der junge Beethoven noch korrekt alle nötigen Angaben auf das Blatt. Jede Skizze hat einen ordentlichen Vorsatz mit Akkuladenklammer, Notenschlüssel, Taktangabe und Generalvorzeichen, allermeist sogar mit Tempoangaben. Zwar gibt es schon metatextliche Spuren wie Streichungen und bisweilen auch verbale Kommentare, etwa zwischen den Zeilen, der oberflächliche erste Eindruck vermittelt in Beethovens frühen Skizzen aber vor allem eines: unübersichtliche Textfüllen. Beim Betrachten früher Wiener Skizzen Beethovens können hingegen langsame Veränderungen beobachtet werden, weg von der naiven, chaotischen, ungelenkten Skizzenarbeit der Jugend hin zu systematisch durchdachtem Arbeiten. Beethoven lernte bei Haydn die Grundlagen der Komposition. Ästhetische Merkmale wie Proportionen, Formmodelle, Klangvorstellungen sowie Anlage einer Partitur, Skizzierung und formaler Aufbau eines Werks und die zugehörigen Schreibprozesse. Beethoven lernte, den Schreibraum als Denkraum zu begreifen, durch Verweiszeichen zu organisieren und einzelne Skizzen zueinander in Beziehung zu setzen. Die Arbeit wird außerdem in einzelne Einheiten, die leichter zu handhaben und zu kontrollieren sind, strukturiert und die aufgeschlagene Doppelseite in verschiedene inhaltlich geordnete Räume unterteilt. Außerdem gewöhnte er sich eine pragmatischere Notation an. Ebenen von Tempo, Ausdruck, Dynamik und Phrasierung fallen weg, die Anzahl der Abkürzungen steigt. Dass sich eine fundierte Ausbildung bei einem professionellen Lehrer erfolgreich auf das eigene Arbeiten auswirkt, ist ein banaler Befund.
Doch Haydn lehrte Beethoven, den Raum zu sehen, in dem er arbeitete, und systematisch zu nutzen. Die Ordnung des Schreibraums ordnet auch den Denkraum und ermöglichte höhere Effizienz beim Arbeiten. Im Laufe seines Lebens wird Beethoven die Räume, in denen er arbeitet, immer weiter ausdehnen und immer prononcierter gestalten. Die Notenseite als Grafik, als in unterschiedliche Flächen erschlossene Darstellung, verändert sich deutlich. Beethoven arbeitete als junger Komponist nicht ausschließlich am Schreibtisch, wie die Unmengen von Skizzenheften vermuten lassen, sondern oft und ausführlich am Instrument. Mit zunehmender Erfahrung entfiel die Möglichkeit, am Klavier Ideen zu schaffen und auszuprobieren. Der geniale und viel bewunderte Improvisator, der spielerisch scheinbar aus dem Nichts große Musik erschuf, war seiner Hörkontrolle beraubt. Karl Czerny berichtet, Beethoven habe seinem Arzt Dr. Bertolini gestanden, dass ihn die Taubheit hindere, den konsequenten Fluss und Zusammenhang seiner früheren Werke auch in den letzten zu befolgen, da er früher gewohnt war, alles beim Klavier zu komponieren. Gewiss würde er in seinen letzten Werken gar vieles geändert haben, wenn er es hätte hören können. Josef Bertolini war von 1806 bis 1816 Beethovens behandelnder Arzt, also genau in der Zeit, als Beethoven beschloss, sein Gehörleiden nicht mehr zu verbergen, vermutlich weil es zu stark fortgeschritten war, um es noch kaschieren zu können, und schließlich sein öffentliches Klavierspiel aufgab, weil seine Schwerhörigkeit schon so weit fortgeschritten war. In seinen Anekdoten und Notizen über Beethoven hielt Czerny fest, da Beethoven gewohnt war, alles mit Hilfe des Klaviers zu komponieren und manche Stelle unzählige Mal zu probieren, so kann man sich denken, welchen Einfluss es hatte, als seine Gehörlosigkeit ihm dieses unmöglich machte. Daher der unbequeme Klaviersatz in seinen letzten Sonaten, daher die Härten in der Harmonie und wie Beethoven selbst vertraulich gestand, daher der Mangel an fließendem Zusammenhang und das Verlassen der älteren Formen. Beethoven war gezwungen, seine Arbeitsweise seinen Lebensumständen anzupassen. Bei der Betrachtung von Skizzen aus der frühen Wiener Zeit sind zwar Fortschritte gegenüber den Bonner Blättern zu erkennen, Beethoven ordnet die Schreibräume besser, er organisiert sie über Verweiszeichen, dennoch finden sich immer häufig Blätter, die unvollständig beschriftet sind. Beethoven beginnt am Kopf der Seite und füllt sie dann mehr oder weniger systematisch, bis er an ihrem Ende angekommen ist. Im Laufe der Zeit verändern diese Skizzen aber ihr Aussehen. Beethoven achtet zunehmend darauf, den Schreibraum übersichtlicher zu gestalten. Eine Notierung jagt nicht mehr die andere, sondern die Skizzen werden immer häufiger durch freie Flächen gegliedert. Wo alle Systeme durchgängig beschrieben sind, ist doch durch unterschiedliche Schreibmittel oder Federstärken und Tintenfarben eine Ordnung der Schreibspur sichtbar, die nicht unbedingt eine Hierarchie, aber doch eben eine Chronologie ausdrückt, die zumindest für den einzigen Adressaten der Notate, Beethoven selbst, erkennbar gewesen sein muss. Beethoven organisiert seinen Schreibraum dergestalt, dass er möglichst schnell Bindenbeziehungen erkennen kann. Deutlich wird das vor allem an einer Doppelseite im Skizzenbuch Landsberg 5 mit Skizzen zum 5. Klavierkonzert von 1809. Die Lösung oben auf der linken Seite, sehen Sie hier in Rot, war offensichtlich nicht ganz zu Beethovens Zufriedenheit, weshalb er sie durchstrich. Er kennzeichnete sie mit einem Stern und fügte unmittelbar darunter eine neue Lösung an. Möglicherweise wurde der Stern auch zu einem späteren Zeitpunkt eingefügt, um auf der Doppelseite die sich aufeinander beziehenden Varianten sofort finden zu können. Auf der bis dato offenbar frei gebliebenen dritten Zeile fügte Beethoven zu einem anderen Zeitpunkt, die Tinte ist wesentlich dunkler, eine Alternative ein und kennzeichnete sie in der linken Marginale mit oder. Vielleicht zum selben Zeitpunkt, zumindest ist die Tinte ebenfalls dunkel, überlegte er sich eine Variante, die er mit einem Verweis auskoppelt. Einen Teil der zweiten mit Stern gekennzeichneten Passage verwarf er und lagerte die neue Lösung auf die gegenüberliegende Seite aus, hier in hellblau. Um den Anschluss sofort zu finden, markierte er die beiden Passagen mit einem gekreuzten Kreis. Hilfreich ist auch, dass sich die auf der Seitenhöhe auf der Doppelseite relativ genau gegenüberliegen. Auch hier fielen die Varianten ein, die er wieder mit oder kennzeichnete. Ein Blick auf die aufgeschlagene Doppelseite zeigt sofort, wie effizient Beethovens System unterschiedlicher Verweiszeichen ist. Selbst ohne den Text konkret zu lesen, sind auf den ersten Blick die inhaltlich zusammengehörenden Flächen und ihre Vernetzung ersichtlich. Im Laufe der Zeit achtet Beethoven immer ausgeprägter darauf, die Räume klar und übersichtlich zu gestalten und die Marker dafür möglichst stark hervorzuheben. Die Ordnung des Raums allein
Ist aber offenbar nicht genug. Beethoven sinnt nach weiteren Unterscheidungsprinzipien. Immer öfter verwendet er offenbar bewusst verschiedene Schreibmittel, um die Flächenaufteilung und damit die Mikrochronologie noch offensichtlicher hervorzuheben. Vor allem in den 1820er Jahren, in denen Beethoven mit sehr ausgedehnten Werken beschäftigt war, ist ihm der Schreibraum einer Doppelseite nicht mehr genug. Da der Schreibraum auch der Denkraum ist, weitet er das vor ihm ausgebreitete Material und damit seine Bezugsgröße aus. Wie verschiedene Studien gezeigt haben, hatte Beethoven oft mehrere Hefte, Skizzenbücher, Einzelblätter, kleinere Lagen, parallel auf seinem Schreibtisch vor sich ausgebreitet, um ein größeres Feld überblicken zu können. Schon Anfang März 1814 hatte er Friedrich Treitschke geschrieben, er habe auch in seiner Instrumentalmusik immer das Ganze vor Augen. Beethoven bewahrte seine Skizzen sein ganzes Leben lang auf und führte sie bei jedem Umzug mit sich. Die Aufzeichnungen enthielten eine Fülle ungenutzten Materials, das er nicht verlieren wollte. Eintragungen belegen, dass er auch ältere Bücher und Konvolute immer wieder durchsah, wenn er kleinere Stücke zum Verkauf suchte oder auf der Suche nach brauchbaren Ideen war. Umso wichtiger war es, diesen Bestand schnell überblicken zu können. Im Folgenden mag eine der beiden großen Messkompositionen Beethovens als Beispiel für die Arbeit Beethovens im Detail herangezogen werden, aber eben nicht die allgegenwärtige späte Missa Solemnis, das Schwesterwerk der 9. Sinfonie, sondern die eher unbekanntere Missa C-Dur, Opus 86. Sein erstes großes, liturgisch gebundenes Werk schrieb Beethoven nicht auf eigene Initiative. Seiner Durchlauch dem Herrn Fürsten von Kinski zugeeignet von Ludwig van Beethoven, steht auf dem Titelblatt der C-Dur-Messe, merkwürdigerweise war das Werk doch 1807 von einem ganz anderen Fürsten beauftragt worden. Fürst Nikolaus II. Esterhazy von Galanta, Josef Haydns langjähriger Arbeitgeber, hatte diese C-Dur-Messe Opus 86 bei Beethoven bestellt. Zum Namenstag seiner Frau, Fürstin Josefa Maria Hermengild, am 8. September wurde alljährlich eine Festmesse mit besonderer musikalischer Gestaltung gehalten. Von 1796 bis 1802 hatte Josef Haydn die Musik geliefert und so Maßstäbe gesetzt. Als Beethoven im Frühjahr 1807 den Auftrag von Esterhazy erhielt, hatte er naturgemäß auch Manschetten vor dem hochberühmten Vorbild. Darf ich noch sagen, dass ich Ihnen mit viel Furcht die Messe übergeben werde, da Sie, euer Fürst, gewohnt sind, die unnachahmlichen Meisterstücke des großen Haydns sich vortragen zu lassen, schrieb er dem Fürsten im Juli 1807. Beethovens Sorge erwies sich als begründet. Nicht, dass er sich nicht musikalisch längst mit seinem ehemaligen Lehrer hätte messen können. Auch schätzte er selbst die Messkompositionen und betonte später dem Verleger Hertel gegenüber, sie liege ihm vorzüglich am Herzen. Den Geschmack Esterhazys scheint er dennoch nie ganz gut eingeschätzt zu haben. Dieser war mit dem Werk schließlich auch ganz und gar nicht zufrieden. Nach dem feierlichen Gottesdienst am 13. September 1807 in Eisenstadt rügte er den Komponisten mit: Aber lieber Beethoven, was haben Sie denn da gemacht? Noch deutlicher wurde Fürst Nikolaus in einem Brief an die Gräfin Henriette Zielinska: La messe de Beethoven est si insupportablement ridicule et détestable. Je ne suis pas convaincu qu'elle puisse même paraître honnêtement. J'en suis colère et honteux. Beethovens Messe ist unerträglich, lächerlich und scheußlich. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob man sie ehrenhaft nennen kann. Ich bin zornig und beschämt. Beethoven ließ sich jedoch durch das Fürstenurteil nicht einschüchtern und glaubte an die Qualität seiner Komposition. Von meiner Messe, wie überhaupt von mir selbst, sage ich nicht gerne etwas, jedoch glaube ich, dass ich den Text behandelt habe, wie er noch wenig behandelt worden, verkündete er dem Verleger Hertel in Leipzig stolz. Auch die Nachwelt ließ der Messe Gerechtigkeit widerfahren. Anders als alle seine Vorgänger, allen voran Josef Haydn, gliedert Beethoven die Messe in fünf selbstständige Blöcke, die den Hauptteilen des katholischen Hochamts entsprachen. In Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Benedictus zusammengefasst und Actus Dei. Innerhalb der einzelnen Teile besteht zwar eine Untergliederung, die aber nicht aus Einzelnummern, aus Arien, Ensembles oder Chören zusammengestellt ist, sondern sich nach den tradierten Abschnitten des Textes richtet. Jeder Block ist so ein mehrgliedriges, symphonisches Ganzes, von Soli, Chor und Orchester gleichermaßen getragen. Abgeschlossene Ariennummern im bisherigen Sinn existieren bei Beethoven im Kern nicht, nur knappe solistische Abschnitte, die an die sich andere Solostimmen sofort anschließen.
Der ariose, konzertante Charakter in den Solistenpartien fehlt völlig. Nicht die materielle Anschaulichkeit des Textes steht also im Vordergrund, sondern die Betonung seiner ideellen Bedeutung, Interpretation im eigentlichsten Sinn. Diesem Ziel ordnet Beethoven auch den instrumentalen Teil unter. Hier liegt der Grund für seinen Verzicht auf die für ihn sonst so wesentliche Gestaltung der orchestralen Partien zu suchen. Er vermeidet jegliche thematische oder motivische Arbeit, wenn sie sich nicht aus den Singstimmen, also vom Text her, ableiten lässt. Das Wort und dessen Träger, Chor und Solisten, haben den unbedingten Primat inne. Beethoven geht es um die Aussage, nicht so sehr um die musikalische Ausstattung seiner ersten Messkomposition. Im Kopfsatz der Messe übernimmt Beethoven die liturgische Tradition der zweimaligen Wiederholung der Formel Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, dergestalt, dass er seinerseits Chor und Solisten wie Gemeinde und Schola mit fast regelmäßigem Wechsel 9-mal einsetzen lässt. Auf der anderen Seite weicht er von der Praxis der konzertanten Messe ab, das erste Kyrie, wie zum Beispiel in Bachs H-Moll oder Mozarts C-Moll-Messe, als knappen oder ausführlichen, jedenfalls aber eindringlichen Ruf zu vertonen. Stattdessen setzen die Sänger, zunächst ganz ohne Begleitung der Instrumente, dann von den Streichern kaum mehr als Kollaparte begleitet, mit einem schlichten Hymnensatz ein. In tiefer Lage beginnen, singen sie sich alsbald frei, fast schon theatralisch, jedenfalls durchaus an die Couleur locale bestimmte Genreszenen in der Oper erinnernd, ist der Schluss des Kyriesatzes. Während die Bläser die Eingangsphrase des Chors nachklingen lassen und die Orgel zweimal rasch vom Fortissimo ins Piano diminuiert, artikuliert der Chor sein letztes Kyrie eleison im Unisono und Piano auf ein und demselben Rezitationston. Martin Geck schreibt, hier sind auch die letzten Reste der Forschung getilgt, dass die Messe auch höfische Repräsentationskunst sei und gleich zu Beginn mit entsprechenden Machtgesten aufzuwarten habe. Auch hier darf ich Ihnen ein Hörbeispiel empfehlen, nämlich die wunderschöne Aufnahme mit dem Monteverdi Choir unter John Elliott Gardiner von 1990. Auch die finden Sie auf der Seite der Digitalen Familienuniversität als YouTube-Aufnahme. E.T.A. Hoffmann hatte erwartet, dass in der Messe jene gewaltige Kraft vorzufinden sei, die er auch aus Beethovens 5. Symphonie kannte, äußerte sich dann aber in seiner Rezension von 1813 über den Ausdruck eines kindlich heiteren Gemüts überrascht, das auf seine Reinheit bauend gläubig der Gnade Gottes vertraut und zu ihm fleht wie zu dem Vater, der das Beste seiner Kinder will und ihre Bitten erhört. Im Mollabschnitt des Agnus Dei vernahm Hoffmann ein Gefühl der inneren Wehmut, die aber das Herz nicht zerreißt, sondern ihm wohltut und sich wie der Schmerz, der aus einer anderen Welt gekommen ist, in überirdische Wonne auflöst. Beethoven instrumentiert. Bei der Untersuchung von Entstehungsvarianten in vokal-symphonischen Partiturenschriften hat sich die genetische Analyse von Orchestrierungsvarianten als besonders problematisch erwiesen. Es handelt sich um Varianten, deren chronologische Positionierung innerhalb der Schreibprozesse und deren jeweilige Textgestalt nur sehr begrenzt rekonstruierbar sind. Das ist in Beethovens Autograph zur Messe C-Dur, Opus 86, exemplarisch zu beobachten, denn hier sind die Prozesse der regulären, additiven Vervollständigung des Notentexts und die irregulären, also substitutiven Verläufe der Variantenbildung so ineinander verschachtelt, dass man sie nicht mehr deutlich voneinander trennen kann. Ich folge hier der Darstellung von Elisa Novara, Mitarbeiterin im großartigen Akademieprojekt Beethovens Werkstatt, das ich Ihnen dringend auch mal zur Betrachtung ans Herz lege. Dies hier sind drei, genau genommen zwei Takte aus dem Gloria im Arbeitsmanuskript. Es geht um die letzten beiden auf der hier gezeigten Seite. Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist die Wechselfigur, die man in der Violine 2 noch deutlich lesen kann und die aus dem Gloria-Hauptmotiv stand, in der Literatur auch als Gloria-Motto benannt. Diese Figur sowie eine leicht veränderte Version findet sich in der Violine 2. In der Viola-Stimme, dort gestrichen, in den Fagotten und in den Celli, die unisono mit den Fagotten laufen und überdies noch unter den Streichungen im Chor. Herauszufinden, warum, wie und zu welchem Zeitpunkt diese Wechselfigur in den verschiedenen Stimmen gestrichen, ergänzt oder überhaupt erst neu geschrieben wurde, ist Gegenstand dieser Interpretation. Inhaltlich gesehen, also auf der Ebene des Produkts, handelt es sich hier um eine Orchestrierungsvariante,
in der Beethoven ein Motiv in verschiedenen Stimmen und in verschiedenen Kombinationen von Instrumenten experimentell verschoben hat. Offenbar überlegte Beethoven an dieser Stelle, ob er die letztmalige Wiederholung des Gloria-Motivs dem Chor, der Orchesterbegleitung oder sowohl Chor als auch Orchesterbegleitung zuweisen soll. Zugleich sind die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten in der Orchesterbegleitung Teilaspekte seiner Intervention. Die Frage der Balance ist offensichtlich Auslöser von Variantenbildungen. Es geht darum, ob nur der Chor allein oder die Viola zusammen mit Violine 2, Celli und Fagotten oder aber ob alle Instrumente mit dem Chor diese Wechselfigur spielen sollen. Letztlich geht es hier um die Konstellation von Instrumenten, das heißt um verschiedene Orchestrierungsmöglichkeiten ein und desselben motivischen Substanz. Auf der Ebene des Prozesses ergibt sich hier eine Verschachtelung von Maßnahmen zur allmählichen Vervollständigung der Partitur. Im Verlauf der Variantenbildung arbeitet Beethoven mit Veränderungsmaßnahmen, wobei das schon vorhandene Niedergeschriebene erneut betrachtet und umformuliert wird. In diesem Beispiel lässt sich der Weg annäherungsweise aufgrund metatextlicher Informationen erkennen, zum Beispiel durch die Art der Streichungen, die Position des Notenuntersatzes oder durch die Intensität der Tintenfarbe. Doch lässt sich hier nur eine sehr lückenhafte Chronologie rekonstruieren. In dieser Interpretation der Textnarbe von Elisa Novara wird versucht, die Variantenstellung blockartig in Gruppen von Instrumenten zu trennen, in denen die Schreibschichten, die jeweils einen temporär abgeschlossenen Schreibvorgang darstellen, aufgrund der metatextlichen Informationen als chronologisch zusammengehörend erscheinen lassen. Die ermittelte Reihenfolge dieser Schreibvorgänge ist aber nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Die Chorstimmen stellen innerhalb des gesamten Arbeitsmanuskripts die erste Textschicht dar, denn die vorhandenen Skizzen zeigen, dass der Vokalsatzentwurf Ausgangspunkt der Komposition war. Viele andere Stellen im Autograph zeigen überdies, dass bei der Ausarbeitung der Partitur Elemente des Chorsatzes als Leitstimme benutzt worden sind, um bestimmte syntaktische Einheiten als Orientierung für die weitere Textarbeit festzulegen. Danach wurden die anderen Systeme ausgefüllt. Diese Folgeübertragung zeigt die Varianten im Chorsatz, wie sie aus dem Autograph zu deuten sind. Hier nur die Sopranstimme, die anderen Chorstimmen laufen unisono oder eine Oktave tiefer. Aus den Skizzen geht hervor, dass diese Stelle auch dort schon mehrmals revidiert worden ist. Die Umformulierungen in den Skizzen betreffen sowohl die Chorstimmen als auch die Orchesterbegleitung. Die Variante aus der Skizzenfassung, die den Chor betrifft und die Beethoven als Vorlage für dieses Textsemeng benutzt hat, entspricht der ersten Variante des Arbeitsmanuskripts. Es ist davon auszugehen, dass Variante 2 im Autograph mit der Wiederholung des Gloria-Motivs im Chor unmittelbar während der Ausarbeitung dieser Stelle in die Partitur entstanden ist. Diese Variante 2 wurde allerdings dann zu einem späteren Zeitpunkt getilgt und die erste Variante wurde restituiert. Beethoven kehrte also wieder zum ersten Text zurück. Was sich allerdings bei diesem Beispiel als problematisch erweist, sind Aussagen darüber, inwieweit die anderen Stimmen innerhalb der Partitur schon ausgefüllt waren, als diese Varianten in den Chorstimmen entstanden sind. Sind die Varianten in der Orchesterbegleitung als Reaktion auf die Varianten im Chor entstanden? Oder war die Partitur noch gar nicht ausgeführt, als Beethoven im Chorsatz intervenierte? Handelt es sich hier um eine Ad-hoc-Variantenbildung oder um eine später anzusetzende Revision? Aufgrund der Streichungen in der Viola und in der Bassstimme von der eben betrachteten Textnarbe ist zu vermuten, dass diese beiden Stimmen hier ursprünglich in Oktavbewegung verlaufen sollten. Somit kann man in der Viola unter den Streichungen eine ganze Note als erste Bindvariante deuten, die mit der ganzen Note C im Bass harmonisch zusammenpasst. Die Position der Note mittig im Takt korrespondiert auch mit der Position der ganzen im Bass. Diese Lösung wurde allerdings getilgt und durch das Hinzufügen der noch unter den Streichungen sichtbaren Viertelnoten C, D ersetzt. Das folgende digital manipulierte Bild zeigt diesen hypothetischen Textzustand. Diese Interpretation, die einen unvollständigen Takt wiedergibt, stützt sich auf die Hypothese, dass Beethoven hier für die Viola noch ein Unisono mit den tieferen Streichinstrumenten, aber nunmehr mit dem Cello realisieren wollte. In der Viola-Stimme sind außerdem noch Spuren einer Auswischung zu sehen. Ob die ursprüngliche Variante hier weiter Unisono mit dem Cello verlaufen sollte, kann man nicht mit Sicherheit feststellen. Es wäre aber durchaus eine mögliche Lösung. Die Komplexität dieser Stelle wird unter anderem auch dadurch verursacht, dass dieser Takt in der Viola-Stimme so oft bzw. so intensiv umformuliert worden ist, weshalb die Arbeitsschritte nur annäherungsweise sicherbar sind.
Die Streichung zu Beginn des Taktes kann nicht mit Sicherheit gedeutet werden. Die Rekonstruktion bleibt lückenhaft. Ein späterer Schreibvorgang betrifft nochmals eine Überarbeitung in der Viola. Die zunächst niedergeschriebenen Viertelnoten C, D wurden gestrichen und neue Varianten wurden auf dem freigebliebenen Raum links und rechts daneben niedergeschrieben. Dieses Material entspricht nun der Wechselfigur aus dem Gloria-Motto. Damit verläuft die Viola ab der zweiten Takthälfte in Terzbewegung mit dem Cello. Die topografische Position der Viertelnoten im System der Viola liefert eine wichtige Information. Sie korrespondiert mit denen der Chorstimmen, weshalb zu vermuten ist, dass diese beiden Schreibvorgänge, also das Hinzufügen des Gloria-Motivs im Chor und in der Viola, schreiben chronologisch in Verbindung stehen. Das neu hinzugefügte Material in der Viola wurde gestrichen und ins System der Viola Violine 2 verschoben und somit die Violinstimme vervollständigt. Auch in diesem Fall liefert ein impliziter Metatext für die Bestimmung der Schreibchronologie Indizien. Die grafische Art der Streichung gleicht derjenigen im Chor. Und das gilt auch für die Streichung in Takt 66 in beiden Stimmen. Auf dem noch freigegebenen Schreibraum in Takt 65 der Viola-Stimme wurde nun wieder derselbe musikalische Inhalt wie in Takt 65a neu geschrieben. Beethoven kehrte also wieder zu seiner ersten Idee zurück, Viola und Celli unisono spielen zu lassen und kombinierte diesen Verlauf mit einer Terz in der Violine 2. Zu welchem Zeitpunkt alle übrigen Systeme ausgefüllt worden sind, ist aus dieser Skriptur nicht zu deuten, da es keine Informationen gibt, die darüber Auskunft geben würden. Schon die allgemeinen Probleme, die bei der Betrachtung von Textualisierung im Partituraufbau aufgetaucht sind, haben gezeigt, dass innerhalb einer Orchesterpartitur die Verknüpfungsmöglichkeiten von Varianten derart zahlreich sind, dass eine Chronologie der Variantenabfolge kaum mehr darstellbar und auch kaum rekonstruierbar ist. Die Reihenfolge dieser Prozesse, die bei der Variantenbildung mitgewirkt haben, ist nicht mehr zu erkennen. Aus diesem Grund gibt es mit den heutigen Mitteln auch keine Möglichkeit, zwischen Ad-Hoc-Varianten und Revisionsvarianten zu unterscheiden. Die Rekonstruktion der Variantenbildung ist nur in Gruppen von Instrumenten möglich und jeder andere Versuch, die Mikrochronologie des Schreibprozesses auf der vertikalen Ebene genau zu rekonstruieren, ist vergeblich. Es könnte also genauso gut eine Variante angenommen werden, in der einige Systeme noch nicht ausgeführt waren und erst im nächsten Schreibvorgang gefüllt werden. Orchestrierungsvarianten finden sich in jeder vokalsymphonischen Partitur Beethovens. Allerdings scheint die Rekonstruktion einer internen Textbewegung innerhalb eines Autographen nur in wenigen Fällen möglich. Generell lässt sich sagen, dass sich diese Art von Varianten nur mit Hilfe weiterer Textzeugen, die vergleichend herangezogen werden können, rekonstruieren lässt. Textgenetische Darstellungsmöglichkeiten, die sich für dieses Beispiel anbieten, zielen darauf ab zu zeigen, dass Beethoven mit dem Material, das er schon niedergeschrieben und vor sich liegen hat, kompositorisch weiterdenkt. Er ersetzt es nicht durch etwas Neues, sondern er experimentiert damit und erprobt verschiedene Konstellationen der Instrumentation. Beethoven, das Genie, aber ein arbeitendes Genie. Die Spuren seiner Arbeit sind vielfältig und dass er bei seinen zahlreichen Umzügen innerhalb Wiens immer auch seine umfangreichen, zum Teil jahrzehntealten Skizzen mitgenommen hat, verwundert nicht. Ein Schlusswort gebührt in diesem Kontext dem großen Beethoven-Interpreten Theodor Wiesengrund Adorno, der in seinen unveröffentlicht gebliebenen Skizzen zu Beethoven über das Quartett Opus 135 geäußert hat: Die Sprache der Musik oder das Material der Musik redet in diesen Werken selber und nur durch die Lücken dieser Sprache hindurch redet eigentlich das kompositorische Subjekt. Man könnte sagen, dass deshalb die Spätwerke Beethovens, die sicher das substanziellste und ernsteste sind, was wir an Musik gefunden haben, gleichzeitig einen Moment des Uneigentlichen haben, dadurch, dass nichts, was in ihnen vorkommt, einfach das ist, als was es erscheint. In diesem Sinne, feiern Sie Beethoven weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Fragen. Ja. Vielen Dank, Herr Petersen. Momentan haben wir noch keine Fragen im Chat. Ich kann nur noch einmal einladen, Fragen zu stellen. Aber ich habe eine Frage. Und zwar, Sie sind ja auch Komponist.
und haben als Komponist schon etliche Preise gewonnen oder wurden schon mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Meine Frage geht eher in die Richtung Komponieren für Laien. Gibt es denn Tipps, Schreibtipps, Komponiertipps, die von Beethoven stammen, die heute immer noch quasi wichtig und gelehrt werden oder die Sie auch weitergeben würden oder die Sie auch vielleicht selber genutzt haben? Wenn ja, welche? Gute Frage. Komponieren ist ja mehr oder weniger ein Puzzle aus verschiedenen Materialebenen. Auf der einen Seite trägt man das mit sich herum, was man schon kann, was auch Handwerk ist und was normalerweise auch vermittelt werden kann. Auf der anderen Seite versucht man eigene Dinge einzubauen. Handwerk vermitteln, das taten zu Beethovens Zeiten schon Leute wie Haydn oder wie andere Lehrer Beethovens, wie Neefe zum Beispiel. Ganz wichtig aber ist, diese Komponisten sind Leute, die eben nicht im 21. Jahrhundert gelebt haben und ganz anderen Einflüssen ausgesetzt oder eben nicht ausgesetzt waren. Komponisten heutzutage arbeiten relativ selbstverständlich mit ganz vielen anderen Materialebenen, wie mit dem Internet, mit der Möglichkeit, sich schnell Daten auszutauschen. Ich habe jetzt gerade erst zusammen mit meinem Freund und Kollegen Immanuel Ott eine Komposition gemeinsam verfasst, bei der wir gar nicht komponiert haben, indem wir miteinander gesprochen haben, sondern uns nur Daten zugeschickt haben, die wir dann gemeinsam verarbeitet haben. Das Ergebnis ist sehr reizvoll, aber eben kompositorisch ist es völlig anders. Dass etwas von Beethoven direkt herübergewachsen ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber die meisten Komponisten, und Brahms hat immer von dem Riesen in seinem Nacken gesprochen, haben Beethoven mit sich und schleppen ihn als Päckchen herum. Das ist auch, glaube ich, für alle Komponisten, die es ernst meinen, gegenwärtig so. Konkrete Schreibtipps aber haben wir von Ihnen leider nicht erhalten. Ja, vielen Dank, Herr Petersen. Ja, hier ist ein Kommentar. Also ein Dank für den schönen Vortrag. Kommt ja auch eine Frage von Gesa. Gibt es eigentlich über die verschiedenen Phasen des Gesamtwerkes hinweg Material im Sinne Adornos, das auch grafisch experimentell weiterentwickelt wird? Ich verweise da am ehesten auf die Texte, die Julia Ronge dazu verfasst hat. Julia Ronge ist der Auffassung, dass Beethoven im Grunde mit seinen Skizzen umgeht wie mit einer Skulptur. Und die von mir dargestellten Sätze oder die verschiedenen Phasen von Skizzen beziehen sich ja auf sehr unterschiedliche Kompositionsphasen bei Beethoven, zeigen aber ganz deutlich, dass Beethoven immer stärker mit räumlichen Fragen hinsichtlich der Niederschrift seiner Kompositionen arbeitet. Also je weiter man ins Spätwerk vordringt, desto skulpturaler wird das Arbeiten Beethovens in seinen Skizzen. Das ist eine These von Julia Ronge, der ich aufgrund der Skizzen tatsächlich ganz gut folgen kann.